Tada, guten Morgen. Hallo. Komm, wir gehen. Keine Chance. Na denn, auf. Das Fernglas wiegt nicht viel. Gut, jetzt fahren wir. Erstmal zur Kita. Und danach zur Schule. So, die erste ist weg. Tschüss, tschüss. Ja, naja. Wir warten auf unsere Mama. Und wir warten. Man kann den Mund aber nicht sehen. Eine Ente. Unbestimmt. Den sieht man nicht, den Mond, Papi. Oh. Siehst du ihn? Ich kann ihn erahnen. Mama, komm. Ah, man sieht ihn. Mama, kommt schon. Super. Na schön. Das ist ja gemütlich. Ach komm, können wir eigentlich schon fertig machen. Ja. Das ist schon offen, wir müssen erstmal alle abschneiden. Krankenhaus, mal wieder. Furchtbar. Was denkst du?
Was denkst du? Schlecht. Sehr schlecht? Ja. Oh. So, bei flackerndem Licht sehen wir uns. Was ist denn nun los? Naja, jetzt warten wir hier. Medikamente nehmen, die Kleine. Das ist nicht gut. Für ein Jahr. Erstmal. Ja, deswegen. Kopf voll. Ach ja, jetzt war so. Jetzt Auftrag habe ich gemacht, kurz. Jetzt gucken wir mal, was hier drin ist. Sieht ja schlimm. Hey, Laufräder, natürlich. Na, das ist, wie sie sich hört. Das ist wundervoll. Vorderradnabe ist tippitoppi. Hinterradnabe müsste das Lager, ihr Lager gewechselt werden oder gespült werden oder was. Wundervoll. Was für schöne Laufräder. Hope.
Mit dem Titan-Finish. Was heißt Titan-Finish in der Orbit? Das Ding ist ja Schrott. So, mal sofort mal diesen Billion-Shimano-Kranz hier runterziehen. Hallo. Geschlossen. Kann man hier auch Fahrräder verkaufen? Wir kaufen keine an. Achso, wo kann man Fahrräder verkaufen? Haben Sie vielleicht so eine Idee? Lieber die Kleinanzeige. Aber jetzt so ein Leben so? Macht keiner. Macht keiner? Ich glaube, der Räder kauft doch keiner. So. Ja, heute war ich nicht im Laden, außer ganz kurz, habt ihr ja gesehen. Jetzt bin ich wieder zu Hause und das ist eigentlich der Vlog von heute gewesen. Jetzt wird die Kleine gerade gewickelt und hier frisch angezogen, kriegt einen neuen Buddy und sie ist so glücklich und sabbert ein bisschen vor sich hin. Ja, auch ist das ein süßes Baby. Ja, leider müssen wir jetzt das erste Jahr lang die Medikamente nehmen, die natürlich auch ihrem Darm und Magen nicht unbedingt zuträglich sind. Ne? Antibiotika sind ja immer so ein Ding. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ohne Medikamente wäre es halt auch doof. Das würde dann auf die Nieren gehen. Das würde auf die Nieren gehen, was natürlich längerfristig doof ist. Jo. Problem ist halt, dass ihr Urin zurück von der Blase zu den Nieren läuft. Wenn sie pullert. Wenn sie pullert, beim Pullern. Dann kommt ja nicht alles raus, sondern es läuft nach oben. Ein Reflux. Ein Reflux? So fein. Würdest du auch Reflux hier heißen? Oh, Mensch. Ja, und das Blöde halt, dass der auch so doll ist, der Reflux. Ne? Ja. Bist sparsam mit deinem Urin. Und mit beiden Nieren. Und mit beiden Nieren. Na toll, es verwechselt sich meistens im ersten Lebensjahr. Das hoffen wir halt sehr. Puh, ist jetzt die letzte Chance. Müssen wir ein Jahr lang, oh Gott. Ein Jahr. Unter Medikamenten ist ja furchtbar. 3 Wochen auf der Welt und schon krank. Wie auch immer. Wir wünschen uns natürlich, dass alles gut geht und also ich sag mal fein, brav, artig, bis morgen. Macht es gut. Ciao. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Also, kleiner Aufruf. Wir brauchen Pampers als Sponsor, weil dank diesem Antibiotika ist ungefähr Kacken bei ihr angesagt. Für wie oft? 12 Mal am Tag? Also, ich denke, sie bestimmt 15 Mal am Tag. 15 Mal am Tag? An manchen Tagen bis 15 Windeln am Tag. Das kann sich natürlich kein Mensch leisten. Nee, du bist so kamerageil. Nein. Ey, das können wir uns nicht leisten, ey. Wie soll das funktionieren? An manchen Tagen nicht so viel. Ist na, aber im Schnitt bestimmt 10 Mal am Tag. 10 Mal auf jeden Fall. 10 Mal auf jeden Fall. Und das sind ja, ich meine, überleg mal. Eine Packung hat 21 Windeln oder so. Das ist doch Wahnsinn. Das reicht dann 2. Um Himmels Willen. Ey, dadurch, dass sie jetzt mit überschwemmt ist, wenn sie mit Zeug und ihr Darm natürlich wunderbar arbeitet. Und die wird schon wieder rot. Gerade eben haben wir die gemacht. Gerade eben. Toll. Hat es auch in den Befundbrief reingeschrieben. Darmgeräusche, sehr aufgeblähter Bauch. Ja. Sehr rege. Siehst du, schön. Und dann kommt der nächste. Was soll passen jetzt bald? Kannst du auch kurz halten, ich will eine Creme holen. Schon wieder? Ja, das ist ganz wund jetzt. Oh Mann. So, also einen kleinen Aufruf, ne? Mal an Pampers hier. Wir suchen Pampers als Sponsor. Wir brauchen einen
nicht einen Pampers-Sponsor, wir brauchen Pampers als Sponsor. Wir benutzen auch nur Pampers-Produkte. Pampers. Aqua Pur. Und ich meine, wenn nicht wir, wer dann? Wir haben schon jetzt, ist das fünfte Kind, was wir mit Pampers großziehen. Also nicht, wir geben denen ja nicht Pampers zu essen, aber es ist ja quasi Bestandteil in der Abfuhr des Essens. Ich könnte ruhig mal Pampers sagen, Windeln satt. Sozusagen. Für euch, für Familien. Ja, wenn die bei autistischen Familien Kleidung, also Pampers nicht, aber die Ernstings Family, Kleidung nähen extra, weil die Kinder nur das anziehen können, dann können wir doch ein paar Pampers kriegen. Ja. Geschenkt. Wir wollen nur Pampers geschenkt. Macht euch mal gerade da ein bisschen, na hier. Roman Pampers geschenkt. Ist so ganz simpel. Ihr könnt auch einmal am Tag halten, mal so eine Pampers ins Bild. So eine gefüllte oder ungefüllte. Könnt ihr euch überlegen. Muss ja auch nicht tonnenweise sein, aber so ein bisschen. Nee, tonnenweise nicht, aber eine Tonne ungefähr bräuchte ich nur bestimmt. Also mal so hochgerechnet, wenn du 10 Mal am Tag Minimum wickelst. Minimum. Was wiegt denn so ein Pack immer? Das ist die Einzelne. Ja. Und was wiegt das? Das weiß ich nicht, ich kann es ja anheben. Aber davon weiß ich doch nicht. Ja, was soll ich denn dann wissen, was das gibt? Fakt ist, Pampers als Sponsor. Daumen hoch für Pampers als Sponsor. Guck mal, für sie. Oh, ist das süße. Pampers Baby ist. Sehr fein. Keiner kackt so schön wie du. So. Und wir alle kacken zu. Gucken zu. Du bist der Pampers-Produkttester. Aber bitte nicht die mit WLAN, also die nicht, die brauchen wir nicht. Ja? Weil wir sind nicht so konnektiert. Die Lumi? Die Binde Lumi, ja, die brauchen wir nicht, weil wir haben Lumen braucht. Ja, hat. Wir haben ja den Lumen. Die brauchen auch Binde. Aber das können wir nicht, wir können ja nicht. Die haben unser Kind nicht nach einer Binde genannt. Naja, das war's. Also, denn bis morgen. Wir sehen uns. Ciao. Und vielleicht reagiert er so. Erinnert, weiß man ja nie. Ne? Da alles möglich mit hier in diesem Bereich, in diesem multimedialen Bereich heutzutage. Also, bis dann. Ciao. Macht's gut.